Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bringen den Herrn Professor noch zu Ende. Wir haben also die Rolle der Städte als Zentren der Kooperation von Gemeinden schon gesprochen. Es gibt ja ganz interessante Ansätze, wo die Bezirkshauptstädte oder die Statutarstädte, um die sich dann also andere Bezirke herumgruppieren oder Gemeinden des Bezirkes gruppieren, dass es so Stadt-Umland-Verträge gibt. Diese Stadt-Umland-Problematik hat man ja auch schon also in Deutschland seit Jahren untersucht und ich war selber bei einer Besprechung dabei, wo der damalige Vizebürgermeister Görg aus Wien alle Statutarstädte zusammengefasst hat und Delegationen angeführt hat nach Deutschland, wo wir uns das angesehen haben, diese Problematik, dass also die Stadt in der Mitte einen Speckgürtel um sich hat von wohlhabenden Gemeinden, die eine Art Schlafzimmer darstellen in der Gemeinde, in der Stadt, also ist gearbeitet worden, die Verkehrsströme sind hin und her gefahren, die Einkaufsströme und man hat also hier eine Verteilung von Lasten und finanziellen Mitteln angestrebt. Man hat versucht, auch in diesen Gemeindeverbänden Probleme aufzuteilen. Schluckst du die Müllverbrennung, dann schluck ich die Mülldeponie zum Beispiel. Es kann nicht sein, dass eine Gemeinde das Wohnzimmer, andere Gemeinde, also das Klosett sozusagen eines Bezirkes darstellt. Also man hat auch versucht, also hier auch solche Lasten zu verteilen. Ist nicht ganz einfach. Der Herr Professor führt aus, dass die Einheitsgemeinde klassisch durchbrochen ist in den Fragen der Privatwirtschaftsverwaltung. Der Verfassungstext kann dem nur unzulänglich Ausdruck verleihen. Wir haben eine Fülle gegenläufiger Probleme. Einmal möchte man die Abgrenzung gegenüber den Ländern haben, andererseits kann man es sich aber nicht leisten. Er hat das Stichwort die Spitäler angegeben, wir können als Stichwort auch die Müllverbrennung hernehmen. Die sehr starke, finanzstarke Stadt Wels hat sich die Müllverbrennung schlussendlich nicht mehr leisten können und war also wirklich Gott froh, als der Herr Landeshauptmann die damals im Eigentum des Landes Oberösterreich zu 100% befindliche Oka ersucht hat, sich dieses Themas anzunehmen. Also das ist schon so. Ich kann Autonomie, wenn ich es mir nicht leisten kann, nicht wirklich auch formal abgrenzen gegen Interessen des Landes. Das wäre Zeitschrift an, ist ja halt ein altes Prinzip. Er hat das also hier recht, dass also man kann rechtspolitisch möglicherweise Gemeindeautonomie verteidigen. Wenn ich die finanziellen Mittel dazu nicht habe, wird es mir nicht gelingen. Und das führt ihn also zur Frage der Finanzen. Auch der Herr Professor hat das Thema Finanzen erkannt. Er hat gemeint, aus Sicht der Gemeinden geht es um die zwei Punkte. Die Verlagerung von Aufgaben auf die Gemeinde, genau das, was wir mit diesem Konnexitätsprinzip haben. Die Gemeinden kriegen Aufgaben ohne die finanzielle Bedeckung. Die Frage ist, ob hier der Konsultationsmechanismus ausreichend Schutz bietet. Und das Zweite ist, dass die eigenen Abgaben in der Gemeinde einzuheben empfindlich eingeschränkt werden. Getränkesteuer, wir haben schon beim Modul Kommunalpolitik darüber gesprochen, Saufen für den Gemeindezweck, geht nicht mehr. Die Anzeigenabgabe, die einer 5%igen allgemeinen Steuer gewichen ist, kann also in der Gemeinde nicht mehr beeinflusst werden. Also es gibt keine Korrespondierung zwischen Aufgaben und finanzieller Bedeckung. Er meint auch, dass es also einen fachkundigen Apparat erfordert, mit diesen Dingen umzugehen, dass der in Städten eher gefunden werden kann als in den Landgemeinden, weil die Städte sich einfach einen Stab von Juristen leisten können, während es in manchen Landgemeinden keine einzige A-Position vorgesehen ist und alle diese Dinge, das ist sicherlich ein Problem. Zusammenfassend, und das möchte ich jetzt wortgetreu vortragen, die verfassungsrechtliche Position der Gemeinde wird kein zentrales Thema des Konvents sein. Eine generelle Reformstau wie im Verhältnis Bund-Ländern besteht hier nicht. Im Zusammenhang mit der notwendigen Reform der Finanzverfassung werden aber auch die einschlägigen Rechte der Gemeinden eingehend zu erörtern und neu zu gestalten sein. Darüber hinaus eröffnet der Konvent die Chance, einzelne Verbesserungen der gegenwärtigen Rechtsstellung der Gemeinden zu initiieren. Im Besonderen wäre auch zu diskutieren, inwieweit der Aufgabenkatalog der Gemeinden unter Umständen in differenzierter Weise ausgeweitet werden könnte. Wir haben auch in der Diskussion jetzt mit einem Experten gesprochen, also dieser aufgabenbezogene Finanzausgleich ist ein hehres Ziel, die Realisierung eher Theorie. Dem Konvent ist das Ziel einer schlanken Verfassung vorzugeben, das ist auch gleichzeitig sozusagen schon das Zusammenfassende zum Modul Österreich-Konvent. Es entspricht also auch dem schlanken Staat, es soll ja die Verfassung den Staat also abbilden. Der Abbau staatlicher Leistungen wird zum Teil auf der untersten Ebene aufgefangen werden müssen.
Und das ist ja tatsächlich so, wenn der Staat sagt, ich begebe mich verschiedener Aufgaben, dann müssen es andere erledigen. Und genau diese anderen, das sind halt wiederum die Gemeinden. Der Professor meint, dass also hier auch eine Verwischung im Bereich der Gemeinden erfolgt zwischen Politik und Verwaltung, weil eben Politik in den Gemeinden unmittelbar erfahrbar ist. Der internationale Trend, den er aufzeigt, ist, dass man den Gemeinden einen verfassungsgesetzlich garantierten finanziellen Spielraum einräumen muss. Ob das so jetzt auch in diesem Verfassungskonvent geregelt wird, das glauben wir nicht. Abschließende Forderung war, die Aufgaben der Gemeinden finanziell abzufedern. Wenn wir jetzt eigentlich uns anschauen, was hat der niederösterreichische Landtagspräsident, was hat der Gemeindebund, was hat der Städtebund, was hat der Jurist zum Österreich-Konvent gesagt, dann geht es immer nur, und das ist, glaube ich, das Einzige, was man sich auch tatsächlich immer wieder vor Augen führen muss, es geht immer nur um die Frage der Autonomie, der Macht und der finanziellen Mittel. Und das ist auch eine Machtfrage. Und wie immer man das formuliert, politikwissenschaftlich, rechtlich, politisch, praktisch, es ist der Wesenskern. Und es geht im Österreich-Konvent ausschließlich um die Macht in Österreich. Wer wird was bestimmen können, mit welchem Ausmaß und mit welcher finanzieller Bedeckung? Und wie werden die Mittel, die die Steuerzahler aufbringen, so verteilt, dass die Macht auch entsprechend korrespondiert, umgesetzt werden kann? Wir möchten damit das große Kapitel Österreich-Konvent mit der Frage der Umgestaltung Österreichs beenden und uns dann vielleicht in der Diskussion einmal darüber unterhalten, wie realistisch die Möglichkeiten sind, bis Ende des Jahres 2004 hier zu einem Ergebnis zu kommen, das dann auch tatsächlich eine spürbare Verschlankung des Staates bringt. Ich wage die These, dass wir eher zusätzliche Aufgaben normieren, wir den Gemeinden und Ländern zusätzliche Aufgaben zuschreiben, weil auch die Partikularinteressen und es sind ja auch die NGOs eingebunden, sagen, für das brauchen wir noch eine Absicherung und für das brauchen wir nur Absicherung. Und interessant ist, als die Reformkommission zur Abschaffung der Dienstgrade im Bereich der Exekutive zusammengetreten ist, war das Ergebnis der Schaffung drei neuer Dienstgrade. Ich hoffe, dass dieses Schicksal dem Österreich-Konvent erspart bleibt. Und gehen jetzt zu neuen Mitteln, die in den Bereich der Verwaltungspolitik Einzug gefunden haben oder neue Technologien, die uns helfen könnten, die ursprünglichste Aufgabe der Verwaltung vorzunehmen. Und hier gibt es also einen sehr spannenden Vortrag von Herrn Professor Lenk über Electronic Government, das der Verwaltungspolitik neue Konturen verschaffen soll. Der Professor Lenk hat mit dem sehr berühmten Professor Traun Müller, den sage ich deswegen, weil er ein Welser ist, auch mehrere Bücher zu dem Thema E-Government, E-Governance geschrieben und hat sich hier also Gedanken gemacht. Man geht davon aus, dass also Electronic Government der Schlüssel zur Modernisierung von Staat und Verwaltung ist. Wir sprechen ja auch schon von E-Voting, von verschiedenen Möglichkeiten, sogar das allgemeine, geheime, gleiche Wahlrecht über E-Voting abzugeben. Da stoßen wir natürlich auf umfassende Probleme und das wird also sowohl rechtlich als auch sozialwissenschaftlich entsprechend diskutiert. Aber ganz grundsätzlich müssen wir uns mit E-Government auch beschäftigen, schon ganz einfach deshalb, weil die Möglichkeiten da sind. Früher hat es Bücher gegeben zur Datenautobahn und so weiter, die sind jetzt eigentlich schon ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wir glauben, dass E-Government, also den Staat, nicht revolutionär umbauen wird. Wir glauben aber, dass er neue Möglichkeiten schaffen kann, die Bürgerinteressen einzubinden und möglicherweise die Reformansätze, die wir im New Public Management haben, wenn wir von Verwaltungsreform machen, auch dann tatsächlich überhaupt handelbar zu machen. Wenn wir verschiedene politische Steuerungsinstrumente wie Personalbudgetierung einführen, dann können wir diese Controlling-Systeme, die in einem dritten Schritt, wir haben darüber gesprochen, verwendet werden müssen, ohne elektronische Hilfsmittel ja gar nicht bewältigen. Wenn wir von den Öffnungszeiten der Gemeinden sprechen, wir haben auch darüber schon gestern gesprochen, ist es wirklich notwendig, den hoheitlichen Bereich so lange aufrecht zu erhalten oder gibt es nicht die Möglichkeit, ohnehin 24 Stunden offen zu halten, weil die ganzen Anträge, Gewerbeansuchen und so fort in den Statutarstädten halt einfach auf elektronischen Basis besorgt werden kann. Ich kann ja auch heute meine Steuererklärung
herunterladen. Ich brauche also nicht mehr das Formular im Finanzamt holen, sondern ich gehe also auf die Homepage des Finanzministeriums und bekomme alle Steuererklärungen mit Erläuterungen zum Runterladen, kann ich ausfüllen und wegschicken, kann es auch direkt ausfüllen. Also das sind Elemente des Themas Electronic Government und Veränderung der Verwaltung und des Verwaltungsaufbaus ganz generell. Es ist so, dass die Frage, die sich längst stellt, auch die ist, ist jetzt der Staat sozusagen Vorreiter? Ist jetzt der Staat Vorreiter in diesem Bereich Electronic Government oder springt er sozusagen nur auf einen Zug auf, der ohnehin schon weggefahren ist? So wie wir gestern auch die Frage gestellt haben, ist die Finanznot der öffentlichen Haushalte eher Motor oder Bremser für Verwaltungsreformpolitik und festgestellt haben, dass das gar nicht so leicht zu beantworten ist. Generell glaubt man, es ist vielleicht wirklich Motor, aber wenn man es dann hinterfragt und sagt, echte Verwaltungsreform, kommen wir eher drauf, dass möglicherweise sogar Bremser ist. Und so ist es auch hier die Frage, ist Electronic Government jetzt sozusagen vom Staat wirklich, wird das bewusst modern genutzt oder sagt der Staat, wir können nicht daran vorbei, weil der Bürger, der das gewohnt ist, in anderen Bereichen, das also von uns auch erwartet. Und ich glaube, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Es wird unermüdlich über die Bedeutung gepredigt. Also das ist immer so dieses Auseinanderklaffen zwischen Political Correctness und Verwaltungsrealität. Wir haben auch gesprochen, der Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource in der Gemeinde, wird immer behauptet, aber nicht gelebt. Und bei der Verwaltungsreform heißt es, ohne ihn geht es nicht, aber in Wirklichkeit ist das Erste, was man ihm sagt, die braucht er eigentlich nicht mehr. Wenn ich dich überhaupt brauche, dann nicht in diesem Ausmaß. Und so ist es hier. Es gibt also kaum eine Gemeinde, wo es nicht in irgendeiner Form einen IT-Beauftragten gibt. Ja, wir haben das bei uns im Stadtsenat, haben wir das sogar einem Referenten zugewiesen. Das war auch der Grund, dass er als erster war, der den Laptop bekommen hat. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, hier Kompetenzen darzulegen. Aber die Frage ist schon, und das wissen wir, es kann ein geeignetes Organisationsmittel sein. Es wird auch in allen Verwaltungseinheiten immer wieder behauptet. Und es wird also auch mit diesen lenkenden, das anbrandenden Privatisierungswellen immer wieder verknüpft. Also man sagt, das geht in einem, nicht? Ich sage, ich verwende bei der Verwaltungsreform eine Aufgabenkritik, ich sage, ich nutze betriebswirtschaftliche Instrumente und ich muss die neuen IT-Technologien einbauen. Und damit sind wir eben beim Thema auch E-Government. Es muss bewusste Anstrengungen müssen unternommen werden. Und es ist also so, dass das nicht nur für die Verwaltung, sondern für die Justiz, für alles gilt. Und da bin ich schon stolz, wenn wir in Österreich also das Firmenbuch und das Grundbuch auf elektronischer Basis haben. Versuchen Sie mal in Deutschland einen Blick ins Grundbuch. Bei uns kann also jeder feststellen, über jede Liegenschaft in ganz Österreich, wem sie gehört, wie sie belastet ist. Man kann im Firmenbuch nachschauen, auch in Deutschland nicht möglich. Also da ist die österreichische Verwaltung also vorbildlich. Es gibt weltweit kein solches System, wie wir es in Österreich haben. Also bei all der Kritik, die wir auch als Public Manager immer wieder an diesen Strukturen üben, sollte man auch einmal innehalten und sagen, in Wirklichkeit sind wir auf einem hohen Niveau und lamentieren auf einem hohen Niveau. Wir wissen alle, dass es besser geht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Bürger auf die Verwaltung in vielen Bereichen in Österreich sehr stolz sein kann. Trotzdem glauben wir, dass die Möglichkeiten des E-Governments auch noch intensiver genutzt werden können. Und Lenk meint, dass man diese Chance ergreift und nicht also durch Hinterherlaufen hinter internationalen Moden verspielen sollte. Es gibt schon verschiedene Memoranden. Die Frage ist ja auch, und das ist wiederum eine interessante Frage, wie teilen wir denn die Gesellschaft gesellschaftspolitisch auf? Sind es dann Leute mit einem Online-Zugang und Leute ohne Online-Zugang? Sagen wir, jeder kann die Leistungen der Gemeinden und der Länder nützen, er braucht ja nur einen Computer bedienen. Setzen wir nicht voraus, dass dann jeder einen Computer hat und wenn er ihn hat, auch bedienen kann? Wird es dann eine Klasse geben der Informierten und der Nicht-Informierten? Sagt man, der 82-Jährige, der nicht mehr möchte, dass er sich sozusagen mit Internet und solchen Dingen beschäftigt, schließlich von der Partizipation an verschiedensten Dingen aus? Wie schaffe ich das dann mit dem E-Voting? Wenn ich sage, ich brauche eine elektronische Signatur dazu und der Mitbürger sagt, ich will das gar nicht, weil alleine mit den dafür notwendigen Daten, um zu überprüfen, ob diese Unterschrift auch tatsächlich zu mir gehört, liefere ich so viel Preis, dass ich diesen gläsernen Menschen, das über alles Informierte habe,
habe ich nicht, um partizipieren zu können, den Verlust der Intimität und so fort. Also hier müsste man wirklich tatsächlich sehr vorsichtig umgehen. Und das meint auch Lenk, wenn er sagt, es ist schon so, dass Menschen für Menschen handeln und es nicht so ist, dass man sozusagen mit einem Blechtrottel kommuniziert und der dann sozusagen gesteuert durch meine Fähigkeiten entscheiden kann, ob ich jetzt den Gewerbeantrag auch wirklich kriege oder nicht. Und was das auch kostet. Ich meine, es kostet ja bitte der Internetzugang in, sagen wir, infrastrukturell schlecht ausgestatteten Gemeinden bei Übertragung großer Datenmengen auch viel Geld. Wenn der sagt, ich brauche jetzt die ganzen Erklärungen und ich brauche die ganzen Dokumente und ich möchte mir das noch anschauen, dann ist das ja auch unter Umständen eine finanzielle Frage. Vier Perspektiven hat er gemeint. Wer sind die Adressaten, welche Prozesse, wie wird zusammengearbeitet und wie ist das Wissen hier vorhanden. Es ist so, dass er meint, dass der Aufbau von Portalen der archimedische Punkt ist. Wer hat solche Eingangsportale? Das ist schon eine gute Frage. Wie werden sie gesteuert? Wie werden sie kontrolliert? Gibt es dann einen Rückzug der Verwaltungspolitik, wenn wir sagen, Politik ist Mensch, also machen Menschen und Verwaltung Menschen für Menschen? Wenn wir jetzt E-Government einführen, zieht sich dann, also die Politik zieht sich dann die Verwaltung zurück. Er würde das als einen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung bezeichnen. Er sagt immer, man rennt internationalen Vorbildern nach, ohne dass man vielleicht im eigenen Bereich hier sieht, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Er glaubt, dass die Verwaltungspolitik, natürlich ist er im Wesentlichen auf die deutschen Verhältnisse eingegangen, in Österreich haben wir eben den profunden Kenner Traun Müller, der auch im Übrigen an diesem Lehrgang in der Entwicklung des Informationsmoduls teilgenommen hat. Oder sollte man das nicht auf breiterer Ebene diskutieren? Er meint, dass nicht Betriebswirte und IT-Manager sozusagen das vorgeben sollten, sondern dass also tatsächlich auch Politik wieder gefragt ist. Wir haben das bei der Verwaltungspolitik schon gemeint, dass ohne die politischen Vorgaben, zu denen sich Politiker durchringen müssen, sie können sich hier aus der Verantwortung nicht stehlen, auch die Einrichtung von E-Government natürlich nicht möglich ist. Informationstechnik zur Modernisierung von Staat und Verwaltung ist kein Selbstläufer. Wir haben ja schon einmal bei diesen Dingen gesprochen, wie kann Verwaltungsreformpolitik implementiert werden. Da haben wir von der Theorie gesprochen, einen Reformvirus einzubauen, der sich dann sozusagen entwickelt, in einem Langfristprojekt dann auch zu einer Reform der Organisation führt, wobei selbst Professor Bracher gesagt hat, naja, wir wissen nicht, wo er sich hinentwickelt und wie er kontrolliert wird. Und wir wissen also von Viren und Karzinomen, dass die relativ auch dazu neigen, möglicherweise bösartig zu werden. Also man muss hier schon entsprechende Geduld und Sachkenntnis haben und ich erlaube mir noch den Hinweis, auch entsprechende finanzielle Mittel. Wenn wir solche Systeme implementieren, dann müssen das Leute sein, die das kundig verwalten können, administrieren können und wir müssen auch die finanzielle Bedeckung dieser Einrichtungen eben vorlegen. Welche Aufgaben, meint er jetzt, können im Bereich der öffentlichen Verwaltung durch E-Government überhaupt gemacht werden? Welche Ressource wird dazu eingesetzt? Menschen, Wissen, intelligente Strukturen, Technik im Dienst? Ich meine, es ist ja auch so die Frage, wir haben Internet in fast allen Gemeinden, dann ist auch immer die Frage, wer darf jetzt welche Zugänge nutzen, wer darf surfen, wie ist das mit privaten E-Mails im Amt und so weiter. Was uns noch vor 30 Jahren bewusst war, meint Lenk, die normativen und faktischen Grenzen der Wirksamkeit des Staates gesprochen, heute würde man eben von Government und Governance reden. Was ist überhaupt diese E-Government-Strategie? Lenk, und das möchte ich jetzt nicht alles nachbeten, was er hier sozusagen bringt, meint ja auch, wenn wir E-Government nur als das Herunterladen von Formularen sehen, dann ist das sehr bequem, aber das meint er, ist nicht E-Government. Also E-Government ist mehr als dieses augenscheinliche, schneller verfügbar machen von Informationen und Unterlagen für den Bürger. Er meint, und wir sind hier jetzt schon auf Seite 53, er hat auch Bill Gates angesprochen, wenn wir heute nur mehr darüber sprechen, dass der Bürger kommuniziert mit IT-Einrichtungen, ja, wo bleibt denn dann sozusagen der Mensch
und der Bürger in dieser Verwaltung überhaupt? Ich meine, wenn wir heute über die Probleme der Bürgerbüros in Deutschland gehört haben, dass einfach Menschen hineinkommen, weil man versucht hat, dort also eine menschliche Atmosphäre möglicherweise mit Kaffee und Gesprächszeit und so fort zu bieten, dann wissen wir alle, die wir in Gemeinden und in Ländern Verantwortung tragen oder uns damit beschäftigen, dass die Menschen oft einfach auch nur das Gespräch suchen. Wenn sie sich die Abendstunden anschauen, in der Regel kommen immer wieder dieselben Leute mit immer wieder denselben Problemen. Es ist auch eine Frage intermenschlicher Beziehungen. Etwas anderes meint er auch, und wir haben das schon angesprochen, um einen Bürger zu identifizieren, brauche ich sehr viele Informationen über ihn. Und wenn wir jetzt also gesundes Misstrauen auch gegen solche Sammelwut entwickeln, dann ist die Frage schon, was ist hier absolut notwendig? Und es ist sogar dem österreichischen Bundesheer passiert, dass man einen über 80-Jährigen einberufen hat, weil er halt genauso heißt wie ein anderer. Wenn ich jetzt sage, das kann ja nur dann passieren, wenn ich nicht nur Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum habe, ich brauche nur zusätzliche Informationen, dann kann ich mit dem Hinweis, naja, hätte man die Blutgruppen auch noch gewusst und seine Krankheiten, was uns nicht passiert. Also hier immer wieder diese Themen ausweiten, die ich vorgeblich benötige, um eine eindeutige Identifizierung des Bürgers zu ermöglichen, ja eh in seinem Sinne, weil ich damit garantieren kann, dass nur er von seinem Wahlrecht Gebrauch macht oder nur er in verschiedene Informationssysteme, die ich für ihn bereithalte, Dokumentationsarchive und so weiter, hineingehen kann. Und er sagt, jetzt haben ganze Staaten die Feudalsysteme abgeschüttelt. Wir haben also den Kampf der Gemeinden gegen die Grundherrschaft. Wir haben teilweise unsere Statutarrechte wie Rust den Esterhazys abkaufen müssen. Also wir haben immer gekämpft für die eigene Autonomie, die eigene Gestaltungskraft. Na und jetzt liefern wir uns an Bill Gates aus. Also für ihn ist kein Unterschied zwischen einem Bill Gates und den Esterhazys, wenn ich das so verkürzt darstellen kann. Er sagt, die Technik ist nie neutral. Technik wird immer im Hinblick auf einen gewissen Zweck eingeführt. Technik dient. Technik ist nicht etwas, was völlig neutral im Raume steht, sondern wir müssen wissen, dass wir Technik nutzen müssen. Oder können, und er sagt, dass das, was wir im Bereich der Ernüchterung bei Einführung von New Public Management kennengelernt haben, auch hier schon gesehen wird, dass man bei der Einführung von IT gewisse Ernüchterungen möglicherweise hat. Wie ist das jetzt bei der Ausarbeitung einer Verwaltungs- und Institutionenpolitik von Leuten, die den Staat sowieso zurückdrängen wollen und sagen, also er ist mehr oder weniger notwendiges Übel? Wie schaut es aus mit jenen Gruppen, die sich im Rahmen der Zivilgesellschaft ja immer wieder neue Freiheitsräume erkämpfen können? Wie können die in die Beziehungen der Bürger mit den institutionellen Stellen aufgenommen werden? Es kann ja bitte, und wir haben das in verschiedenen Volkszählungserfahrungen, dass sich die Leute verweigern. Wenn ich jetzt die Pflicht einführe, dass er bei dieser Volkszählung mitmacht, dann leisten sie den Widerstand der kleinen Münze und geben vollkommen falsche Informationen an. Weil sie sagen, das ist meine Privatsphäre, das geht den Staat nichts an. Jetzt wissen wir, dass Daten ja überhaupt sozusagen die wichtigste Grundlage für die Planung sind. Wie will ich Schulen in ihrer Kapazität planen? Ich muss einmal wissen, wie viele Kinder sind eigentlich in 6 bis 10 Jahren beispielsweise im Pflichtschulbereich überhaupt zu erwarten, damit ich mir überlegen kann, ob es noch heute Sinn macht, bei sinkenden Kinderzahlen eine neue Schule zu begründen, ohne dass damit vielleicht dem Bürgermeister gedient ist, weil er sagt, ich bin jetzt auch Hauptschulgemeinde. Solche Fälle kennen wir. Wenn wir aber die Bürger die Daten verweigern, dann ist das schwierig. Auf Bajonetten andererseits ist auch schlecht sitzen. Ich kann nicht hinter jedem Bürger jemanden hinstellen, der sagt, du musst aber die Wahrheit sagen, und wenn wir da drauf kommen, dann muss 1000 Euro Strafe sein und so fort. Man muss also auch hier wieder den Bürger sozusagen verdeutlichen, dass die Informationen, die er der Administration und der Verwaltung gibt, sinnvoll sind, weil sie auch für ihn genutzt werden und dass sie eben nicht genutzt werden, um entsprechend Missbrauch darüber zu betreiben. Also wie schaut das jetzt aus? Und diese Verweigerungshaltung haben wir. Die Sowjetunion hat ja auch ihre Leute gezählt und hat also Bürgerbefragungen durchgeführt und hat festgestellt, dass über 80% einfach zusammengeschwindelt worden ist. Teilweise von den Leuten selbst, die da Auskunft gegeben haben, teilweise auch von denen, die die Daten erhoben haben. Weil die gesagt haben, ist ja viel leichter, wenn ich es daheim ausfülle.
ich weiß eh ungefähr, der hat 7 Kinder, das ist ja scheiß wurscht, ob der 5 oder 3 oder 10, es ist wirklich wurscht. Ja, dann schreibe ich es halt hinein und in der Menge stimmt es schon wieder. Ne? Weil dann hat halt der eine 7, der andere 10 und in Wirklichkeit geht es sich schon aus. Also das ist schon eine Frage, wie ist sozusagen jetzt der Staat in dieser Gesellschaft drinnen? Ist es der Nachtwächterstaat, der sagt, ich schaue nur, dass das alles richtig ist und dass wir bei Einkaufsportalen nicht über den Tisch gezogen werden und dass es vielleicht irgendwelche Rückverfolgungsmechanismen gibt, dass wenn jemand da bei irgendeinem Versteigerungsportal kauft, auch tatsächlich eine Ware für sein Geld kriegt? Oder bin ich dieser, wie er sagt, aktivierter Staat, nicht der Minimalstaat? Also Lenk meint, wir brauchen eher mehr Staat, wenn wir mit diesen Instrumenten umgehen wollen, weil sie der Einzelne auch vom Machtverhältnis. Nicht? Also wir sprechen immer davon, dass der Staat eigentlich eine intermediäre Instanz ist und ausgleichen soll zwischen den Mächtigen. Darum hat jeder das gleiche Recht vor Gericht und wer sich das nicht leisten kann, kriegt einen Pflichtverteidiger, damit es diese Ungleichgewichte nicht gibt. Und jetzt gibt es einfach Machtverschiebungen. Nicht? Versuchen Sie mal als Einzelner gegen Microsoft irgendwas zu unternehmen. Na bitte, wenn Ihnen da nicht mindestens die Vereinigten Staaten helfen oder die EU, die jetzt sagt, wir brechen hier diese Monopole, dann haben Sie überhaupt keine Chance mehr. Man geht ja sogar so weit, dass man sagt, in diesen ganzen informationstechnologischen Bereichen ist selbst der Staat hilflos. Und die Instrumente, die der Staat hat, sind ja auch bescheidenst. Und ich habe einmal von einem Informationstechnologen das Beispiel gehört. Er ist aus Italien nach Österreich gefahren und da hat er über die Menge des erlaubten Weins hinaus irgendwelche Rotweine gekauft. Und dann sagt er, dann hat sich dieser schmerbäuchige Zöllner in mein Auto gebeugt und hat also festgestellt, dass ich da 4 Flaschen Wein zu viel mitgenommen habe und ich musste bestraft werden, weil ich aber das wirtschaftliche Gefüge Österreichs damit erschüttert. Weil ich habe einfach mehr Wein aus Italien eingeführt, als ich hätte dürfen. Und in dem Moment, wo sich dieser schmerbäuchige Zöllner sozusagen über meinen Wein beugt, werden über das Internet Millionen von Softwarestunden verlagert, ohne dass der Staat in irgendeiner Form eine finanzielle Möglichkeit oder sonstige technische Möglichkeit hat. Die Flasche Wein erschüttert Österreich nicht, aber wenn indische Thinktanks, wenn da tausende von Softwareprogrammierern für die österreichische Post oder selbst für die Telekom Österreich die Eingangsportale macht, wo auf dem Portal draufsteht, wir sind Ihr Partner für die Erstellung Ihrer Homepage, Ihre Telekom, und hat das ganze System selber in Indien machen lassen, dann ist das ein volkswirtschaftlich unglaublicher Schaden. Oder er sagt, er war in der Schweiz und hat da so Computerdisketten mitgehabt. Ne? Und der Zöllner sagt, ist die bespielt oder ist die leer? Und er sagt, na, die ist bespielt. Na gut, weil sonst hätten sie verzollen müssen. Sagt er, die leere Disketten hätte verzollen müssen und die Diskette, wo wir drauf gehabt haben, die Konstruktionspläne für einen neuen Mercedes, die also Millionen Euro wert ist, die muss er nicht verzollen. Er sagt, also die Methoden des Staates, mit diesen Dingen umzugehen, sind sehr bescheiden. Also eine ungebrauchte Computer, der Rohling, der ist nicht wirklich was wert. Ja. Aber er sagt, das ist das Unglaubliche. Und die Akkumulation von Geldmitteln, das war der Kreu, also von dem erzählt es der Entwicklungschef von Daimler-Benz. Also wissen Sie, wenn ich Ihnen einen Mercedes verkaufe, dann freue ich mich, weil ich habe Ihnen den Mercedes verkauft und ich habe Ihr Geld, aber Sie haben mein Auto. Sie haben zwar kein Geld mehr, aber Auto und ich habe Geld und kein Auto mehr. Nicht? Und dann kommt dieser Bill Gates und erfindet ein Computerprogramm, das kaufe ich ihm ab. Dann hat er mein Geld und ich habe sein Programm, aber er hat sein Programm immer noch. Das heißt, er kann, und das ist auch der Grund, warum Bill Gates so schnell und so reich geworden ist, immer und immer wieder verkaufen. Und wenn er solche Sachen einbaut, dass er immer nur mit seinem Programm dann unsere wunderbaren Abspielungen und Aufzeichnungen anschauen kann, dann bekommt er marktbeherrschende Stelle, dann hat er ein Kartell, dann kann ich das nicht mehr verändern. Und in diesem Machtgefüge ist die Frage, welche Rolle spielt denn der Staat? Schützt der Staat das Individuum noch? Kann er denn das überhaupt? Wie soll denn die Republik Österreich verhindern, dass alles in Indien gemacht wird? Wie sollen sie das verhindern? Möglicherweise, indem bei uns Computerexperten ausgebildet werden, oder die hinter so viele Aufträge kriegen, dass dort auch teurer werden und dass dann die Arbeitskraft nicht mehr 100 Euro im Monat kostet, sondern mehr. So gesehen hat Lenk recht, wenn er sagt, es wird mehr Staat gefordert sein als weniger. Wenn sich der Staat aus diesen Dingen zurückzieht, na, wie soll denn der Einzelne, das Individuum diesen Strukturen gegenüber überhaupt auftreten können?
die Ausdünnung der Aufgabe des Staates im Rahmen der Globalisierung ist ein spannendes Thema und vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, in einem resümierenden Modul heute auch über die Fragen der Globalisierung und von Verwaltungspolitik zu reden. Aber das ist etwas, was sich hinter diesem trockenen Text sozusagen eines Politikwissenschaftlers und Sozialwissenschaftlers verbirgt, wenn er sagt, wir brauchen den aktivierenden und nicht den Minimalstaat. Also man muss das schon im Lichte dieser Dinge sehen. Aber wer soll es denn machen? Ja, wer im Staat soll sich denn um diese Dinge kümmern? Er sagt, wer kann denn diese Informationstechnologie nutzen? Wer kann ein E-Government überhaupt bereitstellen, einführen? Gibt es jemanden, der sich im Staat damit beauftragt, befasst? Oder sagt man, man hat eher einen TV-Beauftragten, damit er einen Laptop kriegt? Oder gibt es jemanden, wo man sagt, strategisch muss ich mir das überlegen? Und da sind wir wieder bei diesem ganz wesentlichen Management-Kreislauf, Instrumenten der politischen Steuerung. Ihr habt zuerst ein Ziel und wenn ihr das Ziel habt, dann muss ich mir die Maßnahmen überlegen. Und genauso ist es bei der E-Governance auch. Und E-Government. Also Governance ist das sozusagen diese Selbstbindung, diese Selbstrichtlinien, diese Selbstbeschränkungen oder Selbstverpflichtungen. Wie soll denn das jetzt anschauen? Wer soll es denn machen? Braucht man da eine Frage, dass der Innenminister mit den kommunalen, wie er schreibt, kommunalen Spitzenverbänden, kleine und große Pionierkommunen, Stadtstaaten, sie haben natürlich in Deutschland schon die Chance, dass dort Länder sehr potente Kommunen sind, nicht Hamburg, München, Berlin, da gibt es also Millionenstädte, Köln, glaube ich, ist auch schon über 1 Million Einwohner, dass solche Städte sich auch die Ressourcen leisten können, Pioniergemeinden in diesem Bereich zu sein. Ich kann ja nicht von Steinerkirchen erwarten, dass Steinerkirchen E-Government Pioniergemeinde Österreichs ist. Da sind ja teilweise auch Städte überfordert. Ich meine, wir kennen Beispiele für E-Government wie Salzburg, aber ich meine, damit wir nicht immer nur Wels bringen, wobei Wels hier sehr führend ist, dass wir auch andere Städte uns heute einmal anschauen in diese Richtung. Er sagt, mit welchen Mitteln? Mit Bordmitteln, wir haben den Begriff Bordmittel schon kennengelernt, das sind jene Mittel, die in der Struktur vorhanden sind, ohne die externen Berater. Und das ist das nächste Thema. Wissen Sie, was halt die Experten kosten, wenn der in die Gemeinde kommt? Ja, ein mildes Lächeln huscht über sein Gesicht, wenn er sieht, wie die Beamten da in ihren Zimmern sitzen. Weil er sagt, die haben ganz andere Tarife. Ja. Und wir dürfen jetzt bei einem EU-Projekt sozusagen mit anbieten, da macht der Spesensatz am Tag 110 Euro aus. Der Spesensatz, Netzgehalt. Jetzt können Sie sich vorstellen, da kommt so ein Experte in ein EU-Projekt gefördert und hat allein diese Spesen und Kostensätze. Das ist ja für Gemeinden nicht finanzierbar. Wie wird denn der Bürgermeister angeschaut, wenn er sagt, ich möchte das 500.000 Euro für ein IT-Projekt? Also das ist ein Wahnsinn. Das heißt, also, da kommen wir mit unseren bisherigen Methoden zu verfahren ganz einfach nicht durch. Außerdem, wie können wir von Leuten erwarten, die ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung mit Methoden zu verfahren haben, dass sie sich auf einmal plötzlich dieser Dinge stellen? Wir haben das erlebt, dass also sehr intelligente Leute wie Vortragende hier diese Dinge nicht bedienen können. Also ich muss mir das auch einstellen lassen, weil ich nicht genau weiß, wie kommuniziert der Flatscreen, den wir da von Samsung im Rahmen eines Förderprogramms haben, mit diesem Laptop. Also selbst solche Dinge, und unsere Vortragenden sind ja ausgewiesene Leute, scheuen solche Sachen. Ja, wie soll ich dann erwarten, dass der Verwaltungsbeamte vor allem Feuer und Flamme ist und sagt, na unbedingt brauche ich das. Ja? Also das ist auch eine Frage der Kultur und der Zusammenarbeit. Und wenn wir jetzt sagen, die Wirtschaft ist es, die sagt, wir brauchen diese Dinge, weil es muss schnell sein. Und der von mir wirklich geschätzte EU-Abgeordnete Rübig, der gestern da war, hat auch gesagt, am besten funktioniert die Europäische Union immer im Bereich der Wirtschaft. Das ist eh klar, weil da ist der Erfolg messbar und da ist das Motiv klar. Aber wenn wir meint, dieses Thema der Wirtschaft überlassen, dann begeben wir uns ja wieder das Selbststeuerungselemente der Verwaltung. Die Wirtschaft sagt, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und diskutiert wurde der Einsatz von E-Government immer im Bereich der Standortpolitik, dass man gesagt hat, eine Gemeinde, die das nicht anbieten kann oder ein Land, das eine Unterversorgung in Internetanschlüssen hat, ist schlecht. Und dann hat es diese ganzen Umfragen gegeben, wie schaut es in Burgenland aus und in Ungarn? Welche Unternehmer haben schon eine Homepage und welche nicht? Und wie viel haben einen Internetzugang und welche nicht? Ich darf sagen, dass die Ungarn da ganz gut abgeschnitten haben, über alle Erwartungen gut. Nicht? Dass dann das schon auch eine Entscheidung sein kann für eine Firma, in den Standortwettbewerb der Regionen dem den Vorzug zu geben, wo diese Anschlussvoraussetzungen, die Eingangsmöglichkeiten gegeben sind. Ja, aber die Gefahr ist, wenn ich alles nur im Hinblick auf diese, wie er schreibt, Wirtschaftspolitik als Standortpolitik
die Verwaltungspolitik zunächst Huckepack nimmt, Seite 55, und die elektronische Signatur durchsetzt, dann wird übersehen, dass natürlich auch Bürgerdienste ohne diese Signatur erreichbar sind. Und das ist ein interessanter Satz, wenn ich alles abstimme auf diese Signatur, dass ich sage, ich brauche diese unverwechselbare Unterschrift. Ich brauche es, damit ich anbieten kann. Und mit da überlege, was ist da alles mit Problemen verbunden, vergesse ich, dass ich auch Sachen schon derzeit machen kann, ohne dass ich diese Signatur brauche. Also, dass sozusagen das übergroße Ziel überlagert auch kleine Schritte, die man schon erfolgreich umsetzen könnte. Und über diese Signatur und Unterschrift wird intensivst nachgedacht. Und das Interessante ist, die ersten, die wirklich darüber intensiv nachdenken, sind wieder die Notare. Weil die Notare sagen, wir haben ja ein wunderbares Geschäft. Die Leute kommen wegen jeder Beglaubigung zu uns. Der Anwalt, sagt der Notar, mit großem, milden Lächeln, entwirft die Verträge, aber wir dürfen es beglaubigen. Und daher sagen wir, kommt es gleich zu uns. Wir machen die Verträge auch. Wir machen die Verträge und wir beglaubigen sie. Und das ist ein sicheres Geschäft. Sie können nur bei Gericht oder beim Notar beglaubigen lassen. Und auf einmal kommt die Möglichkeit einer Signatur, die aber so identifiziert ist, dass sie auch einer Beglaubigung entspricht. Ja, muss ich dann die Unterschrift, wenn ich eine E-Signatur habe, überhaupt nur beglaubigen lassen oder muss ich es nicht mehr beglaubigen lassen? Was bedeutet das für den Berufsstand der Notare? Und wenn die Notare das erkannt haben, und das haben sie erkannt, dann sagen sie, genau so ist es. Diese Unterschrift ersetzt auch die Beglaubigung. Aber wir geben die Karten aus, die diese Unterschrift sozusagen die Informationen darüber haben. Naja, aber gut, wenn die Notare dann diese Karten ausgeben, welche Rolle spielt dann die Verwaltung in dem Zusammenhang? Muss man dann, wenn ein Bürger kommt und sagt, ich möchte jetzt über E-Signatur mit Ihnen kommunizieren, liebe Behörde, sagen, ja, dann müssen Sie zum Notar gehen, dann kommen Sie wieder. Verschlafen wir da nicht etwas? Wer beschäftigt sich im öffentlichen Bereich damit? Auch hier wiederum das Primat sozusagen der Wirtschaft. Warum? Weil die davon auch was haben. Der Verwaltungsbeamte hat ja nichts davon, wenn er sich darüber Gedanken macht. Dann sagt womöglich sein Leiter, naja, hat nichts anderes zu tun. Ja? Oder wenn sie sagen, sie wollen einen Internetzugang, sondern sie wollen nur Pornoseiten schauen. Ne? Also das ist immer diese Verdächtigung, dass jemand, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, möglicherweise andere Motive hat. Und das meint zum Beispiel auch, und das finde ich bei Lenk ganz spannend, die Frage, nicht nur Wirtschaftspolitik. Also E-Government ist mehr als Wirtschaftspolitik. Ja? Wundermittel. Er sagt, man hat die IT immer als Wundermittel bezeichnet. Man hat über Fülle an Anforderungen an sie gestellt und wenn sie nicht erfüllen kann, dann wird sie verteufelt. Ne? Dann lasse ich es gleich. Wenn ich eh nur Hocken habe mit der Einführung, wenn es eh nur Geld kostet und dann nichts rauskommt, weil der Trottel sowieso nie geht oder immer wieder die Verbindung abbricht, dann lasse ich es gleich gehen. Und damit haben wir auch wieder die Frage, dass das nicht so neu installiert werden kann. Es gibt auch keine internationale Welle, der man unbedingt folgen muss. Best-Practice-Beispiele mit Bertelsmann-Strickmuster. Ich meine, er geht natürlich schon in Richtung dieser ganzen Stiftungen energisch vor, die also dann auch so Pionier-Dinge finanzieren, damit sie also dann die Möglichkeit haben, also darüber auch zu verdienen. Also das bewährte Mittel, der Hersteller von Zahnarztstühlen auf den Universitäten, diese kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit die Studierenden sich an so einen Zahnarztstuhl gewöhnen und dann, wenn sie Zahnärzte sind, auch dasselbe Modell kaufen, gibt es ja auch hier. Nicht? Diese Danea-Geschenke, ich gebe der Gemeinde was und dann hast du das System drinnen und dann musst du die Software teuer kaufen. So wie das Flugzeug in der Wüste billig ist, 1000 Euro. Nicht? Aber der Liter Sprudel kostet auch 1000 Euro. Das heißt, dieses Modell, ich gebe die Hardware zur Verfügung und dann zahlst man über Lizenzprodukte oder über Software und Upgrading und dann haben wir schon die neueste Version. Da kannst du das nur mehr unter dem 9er anschauen und immer unter dem 7er, alle diese Dinge. Ja. Also hier ist auch Verwaltung natürlich gefragt. Und das ist auch wieder wichtig und deswegen erzähle ich das immer und immer wieder, weil ich da genau dieses Defizit orte. Die politische Entscheidung ist wieder auf breiter Linie gefragt. Und er sagt, also, dass zentralistisch geführte Länder da natürlich weiter sind als in föderalen Strukturen. Und wenn ich sage, politische Entscheidung ist gefragt, auf welcher Ebene ist politische Entscheidung gefragt? Können die Länder jetzt den Gemeinden was vorgeben oder greifen wir hier wieder in kommunale Selbstverwaltungsautonomie ein? Spannende Frage. Ne? Und das ist wiederum die große Kunst des Public Managers, dass er mit diesen konfliktären und konträren Zielen umgeht. Einmal Gemeindeautonomie, andererseits muss er einen politisch Verantwortlichen geben, der möglicherweise auch Druck macht, solche Dinge einzuführen.
Es gibt also den Martin Eifer, der vom verfassungsrechtlichen Gebot des Zusammenwirkens staatlicher Kompetenzträger spricht. Denn Kompetenzen seien auch ein Ausdruck von arbeitsteiliger Aufgabenerfüllung. Kompetenz heißt Auftrag. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, etwas zu tun. Die interessante Idee, die hinter diesem Satz steckt, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu tun, dann habe ich auch die Verpflichtung, es zu tun. Die Möglichkeit wird mir ja nicht nur deswegen gegeben, damit ich eine Macht habe, sondern ich habe damit auch eine Aufgabe verbunden. Und wenn wir von arbeitsteiliger Aufgabenerfüllung sprechen, von Kompetenzverteilung, dann heißt das auch, dass man sich hier gegenseitig unterstützt. Und wenn der Gemeindebund in seiner Resolution von der partnerschaftlichen Struktur der österreichischen Institutionen spricht und Kompetenzen einfordert, dann muss ihm bewusst sein, dass diese Kompetenz nicht nur die Möglichkeit darstellt, sondern auch die Pflicht, etwas zu tun. Das würde eine moderne Form eines neuen Konnexitätsprinzips sein. Ich habe die Kompetenz und ich habe die Pflicht. Ich habe nicht nur die Aufgabe und die Mittel, ich habe auch die Kompetenz und die Pflicht. Also eine neue Form der Konnexität im Bereich der Kompetenzverteilung. Und wenn wir das Problem vom jetzigen Wissen über Politiknetzwerke her angehen, muss man schon schauen, also was hier passiert. Und in Deutschland sind die Erfahrungen also nicht gut, auch wenn dieses Staatssekretärsgremium vom Lenk ein bisschen gelobt wird. Er sagt, aber es sind ja nicht nur die Verwaltungsleute schuld oder die Politiker schuld, es gibt auch eine Unterausstattung von Wissenschaft. Was liefert uns denn die Wissenschaft hier an Möglichkeiten, an Beispielen, an Unterstützungen? Was kann ich denn wirklich von einer Universität erwarten bei der Implementierung von E-Government-Systemen? Außer dass einmal E-Voting ist sehr schlecht, wenn man einer über die Schultern schaut, ist das Wahlrecht nicht mehr geheim. Ja, aber diese Systeme haben wir ja auch in Pensionistenheimen, wo dem verdienten Mitbürger die Hand geführt wird. Und je nachdem, wie es Pensionistenheim geführt wird, haben wir dann ganz entscheidende Unterschiede in den Wahlzahlen. Ich war immer gewartet, bis das Krankenhaus ausgezählt wurde, aber ich wusste, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Also das ist immer so die spannende Frage. Und das haben wir da auch. Nicht? Also was er skizzieren möchte, ist, dass also eine nationale Government-Strategie gemacht werden muss. Also das ist Aufgabe des Staates. Koordinieren und einführen muss es der Staat. Der hat die Kompetenz, die Aufgabe, die Verpflichtung, solche Strategien einzufügen. Er sagt also, man muss natürlich Verwaltungspolitik dadurch nicht ersetzen, sondern beleben. Und wie so ein System ausschaut mit den verschiedenen Punkten dazu, müssen wir uns leider im nächsten Modul anschauen.